Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ja, ich nehme jetzt die nächste Folge auf, eine Aufnahmesession, und bin eben dabei. Ich möchte mir eben eine kleine Baumfarm machen. Darum werde ich hier mal ein bisschen aufräumen. Ich holze quasi die Bäume ab, um dann neue zu pflanzen. Aber was tut man nicht alles? So, das kann man wegschaufeln eigentlich. Da schon mal eine schöne Fläche. Den Baum nehmen wir auch noch mit. So, dann werden wir uns hier noch die ganzen Setzlinge holen. Und dann werden wir die da drüben dann einpflanzen. Wenn man sieht, so richtig gewachsen sind die da eh nicht. Waren vielleicht auch zu eng zusammen. Eine Schwarzeichen, die nehmen wir auch mit. Und die werden wir auch gleich mitnehmen. Haben wir wieder punkto Versorgung dann wieder einen weiteren Schritt geschafft mit der Baumfarm. Ist, glaube ich, auch angenehmer. Könnte natürlich auch einfach einen Mischwald machen, aber ich glaube, ist trotzdem besser, wenn man das alles ein bisschen strukturiert. Muss man aufpassen, weil einem die Schweine ständig in die Axt reinlaufen. So, gut. Dann haben wir hier noch den Baum. Okay, dann haben wir das hier mal auch aufgeräumt. Haben wir auch dann wieder mehr Platz für spätere Bauten und so. So, okay. Die Setzlinge, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis da alles zerfällt. Ah, da ist noch was. Das kann noch gar nicht zerfallen. Wie schaut es da drüben aus? Ja, wobei ein paar Schwarzeichen haben wir ja schon. Wie man sieht, die lassen auch recht gut fallen. Das ist alles der eine Baum. Das sind 7 Schwarzeichensetzlinge. Aber ich glaube, gepflanzt waren ja keine. Das waren ja alles nur eben genau die Fichten, die mir vorher nicht eingefallen sind. Also da kriegen wir schon einiges raus. Der Baum wird jetzt eher ein bisschen brauchen. Können wir uns auch den Kies eigentlich noch mitnehmen? Weil Weg werden wir ja auch brauchen.
So, was sagt der Sonnenstand? Ah, geht langsam unter, aber noch geht's. Habe ich Erde, habe ich auch mit. Habe ich ein Bett dabei? Ja, Bett habe ich auch dabei, das heißt, ich kann da eh auch... Braucht eigentlich gar keine Pause machen. Nehmen wir da gleich noch die Erde. Füllen da ein bisschen auf. Dann schnappen uns auch noch die Setzlinge, die da überall rumliegen. Na gut. Okay, da haben wir noch einiges an Setzlingen. So. Die Frage ist, wo fangen wir dann wirklich jetzt genau an? Ich meine, die Baumfarm, die können wir dann auch noch einzäunen. Sicher. Ah, legen wir uns mal schlafen. Okay, geht noch nicht. Aber jetzt, oder? Immer noch nicht. No? Es wirkt da eigentlich schon finster, aber Sonnenstand ist noch zu hoch. Aber jetzt. Okay, wenn wir da... Schau ich nur. Wenn wir da so den Weg dann legen... Wobei, den Weg, das kann man dann immer noch ändern. No. Nicht ganz, hoppsala. So wie ich will. Na gut, dann fangen wir mal, würde ich sagen. Fangen wir hier mal an. Und legen hier mal die Schwarzeichen. 1, 2, 3. Wie breit ist denn so ein Schwarzeichenbaum? 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, so vom Abstand her müsste es passen. Dann daneben, wie viel Abstand? Na gut, oder machen wir es vielleicht zuerst in die andere Richtung. Und da haben wir jetzt... Na, reißen wir den einmal weg. Damit wir mal sehen, wie viel Platz da überhaupt ist. So, okay, jetzt müsste dann eher alles relativ schnell auseinanderfallen. Dann schauen wir mal wieder, da ist 1, ach ich seh das leider so schlecht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, würde ich sagen, machen wir hier so einen großen. Dann können wir da wieder einsammeln. Die Richtung gehen wir dann auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt hier
Machen wir den nächsten. Ich schaue noch. Ich schaue noch kurz hinten, wegen die Schwarzeichensetzlinge. Ob da... Sind die eh noch nicht despawned? Oder haben wir uns schon zu viel Zeit gelassen? Okay, die sind... Aha. War mal zu langsam. Aber nicht ganz so schlimm. Ah, aber man sieht, Schwarzeichen wachsen super platziert und ist schon da. Ja, dann können wir uns das nämlich da eh gleich anschauen. Wie viel Platz braucht denn so ein Baum jetzt? Genau, die 1. Der Stamm ist 2 breit, dann 1, 2, 3 nach außen. 1, 2, 3 nach außen. Da ich ja 1, genau, 1, 2, 3, 1, 2, 3, genau, ist eigentlich genug Platz, um die im richtigen Abstand zu platzieren. So. Gut. Dann können wir ein bisschen nachhelfen. So, dann daneben. Ah, genau. Dann könnten wir hier daneben. Genau, auch wieder. Ich markiere es dann nochmal. 1, 2, 3. Genau, zur Birkenbaum. Wie viel Platz braucht der eigentlich? Der braucht nur insgesamt der Stamm und 2 nach außen. Das heißt theoretisch, wenn wir jetzt dazwischen, wobei, wenn ich jetzt sage, ich mache da den Weg, da noch so einen kleinen Weg dazwischen, dann können wir hier die Birke einpflanzen. Genau, dann, aber dann hat es genug Platz zum Wachsen. Und dann haben wir da... Mit Fackeln kann man das wirklich super markieren, wo man das nächste hin, den nächsten Baum macht, damit die wirklich halbwegs so Baum an Baum quasi wachsen. So, das brauche ich, was brauche ich denn jetzt nicht? Und die habe ich eh schon, die kann ich dann später schauen. Erde, da habe ich da 1, 2. Genau, dann würde ich hier eigentlich, wenn ich das aufschütte, hier der nächste Baum kommen. Ja, dann können wir hier mal die Fackeln ein paar wieder einsammeln. Ich meine, Ausleuchtung ist wichtig, aber braucht nicht zu viel. So, ein bisschen Erde. Gut, die können wir uns da hinten holen. Kann man eigentlich auch den Baum da wegräumen. Braucht keiner. Vorläufig. Gut. Brauchen da langfristig eh noch viel mehr. So. Dann nehmen wir den da auch gleich weg. Tun wir auch nebenbei schon wieder ein bisschen Holz beschaffen für unser Lager. Gut. Ja, da haben wir ein bisschen Erhöhung. Da können wir uns auch Erde holen.
Ist vielleicht jetzt nicht die spannendste Arbeit, aber muss auch mal gemacht werden. So. Gut, damals gesagt, damals die Schwarzeichen. Aber die Schwarzeichen. Da braucht man auch wieder drei. Genau, dann braucht man auch Platz für die. Eben, no, für die Eichen. Wollen wir auch einpflanzen. Hätte ich auch gesagt, können wir da auch wieder so einen schmalen Weg dazwischen lassen. Dann hier die erste Eiche pflanzen. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Dann hier 1, 2, 3, 4, 5. Ich messe das nur kurz ab, wo ich mich da eh nicht vertan habe. Jupp. Um die Bäume kann man. Mensch, ich könnte es da noch Zäune oder so platzieren. Damit man da noch immer genau sieht. Quasi Zäune als Halterung. Dann sieht man auch gleich, wo, wenn man einen Baum abholzt, wo man den genau dann wieder einsetzt. Aber, jo. Schaut ganz gut aus. Ja, langsam komme ich wieder rein. Also von der Stimme her hat sie es wieder gebessert. Können wir da ruhig weitermachen. Wobei ich sehe, es ist schon wieder Zeit für eine Aufnahmepause. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft. Tschüss!